Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Heute wird wahrscheinlich auch meine neue Grafikkarte kommen. Ich werde das Ganze wahrscheinlich dann schon aufnehmen und dann denke ich mal so, dass irgendwann nächste Woche dazu ein Video kommen wird. Zur Vorstellung könnt ihr euch auf jeden Fall schon darauf freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an. Also, wir haben heute Dunkles Dino-Kommando. Den konnte man ja, glaube ich, schon bereits im Nintendo Switch Cup freischalten. Sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Finde ich ein bisschen schade, dass es eigentlich keine weiteren Versionen vom Skin sind. Ja, dafür bekommen wir hier allerdings auch zwei Varianten. Einmal Violett und einmal Standard. Sieht ja eigentlich ganz cool aus. Auch hier das Backpack, zwei Varianten. Sieht definitiv ganz in Ordnung aus. Kann man sich kaufen. Dann gibt es dazu natürlich auch die männliche Variante. Sieht auch eigentlich ganz cool aus, wo ich die weibliche Variante besser finde. Sind da auch nur blaue Skins tatsächlich. Was ich ziemlich cool finde, weil für einen blauen Skin ist es auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Nicht so wie die Grundskin sozusagen davon, 2000 V-Bucks. Ja, und dann gibt es noch die dunklen Dino-Knochen, die ich tatsächlich vom ganzen Set am besten finde. Hier mit den ganzen lilanen Elementen und hier den Knochen sieht das schon ziemlich cool aus. Für eine blaue Spitzhacke auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir als nächstes den Rabenskin. War ja eine relativ lange Zeit ziemlich beliebt. Mittlerweile sieht man ihn eigentlich fast kaum mehr. Ist aber trotzdem ein cooler Skin. Mir persönlich gefällt er zumindest. Wobei immer die weibliche Version dann doch schon ein bisschen mehr hat. Ich meine, gleicher Preis. Das Backpack sieht besser aus hier mit den Flügeln, die tatsächlich ziemlich elegant aussehen und meiner Meinung nach mit die besten sind. Und man bekommt eben halt sogar noch ein kostenloses Contrail dazu, was auf jeden Fall den Preis etwas wertiger macht. Ja, das Skin an sich ist auf jeden Fall ziemlich nice, kann man sich kaufen. Dann gibt es den eisernen Schnabel als Spitzhacke dazu. Ich glaube, der leuchtet teilweise ein bisschen mehr dazwischen, wenn man öfter schlägt. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, hier steht nichts von reaktiv, aber wer weiß das schon. Als letztes gibt es noch den gefiederten Gleiter dazu. Ist eigentlich ein Standardgleiter mit zwei Flügeln drin. Nichts wirklich Besonderes, ist aber trotzdem jetzt nicht komplett schlecht. Dann haben wir als nächstes den Guaco-Skin. War damals ja mit Greasy Groove reingekommen, mit dem neuen Greasy Groove, mit dem Taco Greasy Groove. Ist ein nice Skin, gehört im Prinzip eben mal zur Essen-Skins-Reihe, wie der Tomato Head und der Burger. Ist ein nice Skin, 1200 V-Bucks auch vollkommen in Ordnung für den Skin. Dann als nächstes Elektrolaune. Nice Emote, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Als nächstes gibt es die Kaugummi-Lackierung. Ist eigentlich nichts Spezielles, ein bisschen pink und weiß, ohne wirklich ein Muster zu haben. Ich glaube, hier ist ganz, ganz leichtes Muster drauf, aber das sieht man wirklich nur, wenn es im richtigen Licht steht. Ja, deshalb, die Lackierung ist eher, naja, wenn einem Pink gefällt, dann kann man sie sich auf jeden Fall kaufen, aber es ist letztendlich nichts wirklich Spezielles. Dann haben wir das Papierflugzeug, ist ein nicer Gleiter, ist mal was wirklich komplett anderes. Für 800 V-Bucks auch vollkommen in Ordnung. Als nächstes gibt es dann noch die Dominatorin. Hat ein, finde ich, ziemlich cooles Outfit mit hier orange-weiß. Und diese orangen Streifen leuchten auch schön. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und als letztes noch seht ihr als grünes Emote. Auch nichts wirklich Besonderes. Trotzdem kann man sich's kaufen. 200 V-Bucks sind ja jetzt nicht die Welt. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.